Tralala, das ist verwirrend. Oh? Wow, es ist Huggy-Wuggy und er sieht wütend aus. Sieht aus, als hätte sein Eis runtergeschmissen. Es tut mir so leid. Hör auf, mein Sohn. Wo sind deine Manieren? Es war nicht Huggys Schuld. Aubrey ist mit Huggy zusammengestoßen. Sie hat mich angerempelt und mein Eis ist runtergefallen. Schatz, schau mal. Ist sie nicht hinreißend? Denkst du, was ich denke? Ja. Moment mal. Was? Sie haben Aubrey adoptiert. Juhu! Aber was ist mit Huggy? Was für eine glückliche Familie. Aber Aubrey ist nicht auf dem Bild. Also wird Mama sie einfach einfügen. So geht das nicht. Ich weiß. Was hat sie vor? Komm her, Papa. Sieh doch, wir müssen ein neues Foto machen. Lass uns die Kinder rufen. Mamas langer Arm ist wirklich nützlich. Was für ein leckerer Snack. Aber Huggy teilt nicht gern. Da kommt Mama. Hallo, Kinder. Los geht's. Was ist denn das? Wir werden ein Familienfoto machen. Das ist mein Platz. Hey! Also gut, schaut alle in die Kamera. Sagt Tschüss. Schauen wir mal. Oh nein, Huggys Kopf ist zu groß. Man kann Aubrey kaum sehen. Das ist inakzeptabel. Du gehst nach hinten, Huggy. Zeit für einen weiteren Versuch. Juhu, ich bin vorne. Huggy ist darüber allerdings nicht glücklich. Tschüss. Was macht Huggy? Hey! Du kannst Aubrey nicht mehr auf dem Bild sehen. Schau dir die Fotos an. Alles ist so unpassend. Lass mich los! Ich will nicht lügen, aber für mich sieht das nach richtiger Geschwisterliebe aus. So ist es gut. Ihr beide haltet jetzt still. Ich bin nicht unartig. Seid ihr bereit? Los geht's. Haben sich die beiden endlich wieder vertragen? Lächelt, Kinder. Sagt Tschüss. Tschüss. Mama hat sie in ihren Arm gefangen. Jetzt können sie endlich ein gutes Familienfoto machen. Huggy versucht fernzusehen, aber Aubrey nervt ihn ständig. Sie ist so laut. Yay! Pass auf. Aua. Oh oh, das tat weh. Das war's. Ich hab genug. Nimm deinen blöden Ball einfach mit nach draußen und spiel dort, so viel du willst. Okay, gut. Schau mal, was ich gefunden hab. Ha? Oh oh. Hey, gib ihn zurück! Nein! Nee, nee! Oh nein! Nee, nee! Aubrey ist ganz traurig, armes Mädchen. Oh nein! Willst du das? Ja! Okay, lass mich das zuerst machen. Da hast du's! Was hast du getan? Loser! Es macht keinen Spaß, draus zu spielen! Huggy ist sauer, dass seine Schwester wieder drin ist. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst nach draußen gehen. Die Kinder draußen haben meinen Ball kaputt gemacht. Huggy hat ein schlechtes Gewissen. Oh je, was hat er denn jetzt vor? Hey. So hässlich. So unheimlich. Oh nein. Pass auf. Was? Ist so eine Umarmung. Wie süß. Huggy hat seiner Schwester einen neuen Ball geschenkt. Endlich verstehen sie sich. Was für ein herzerwärmender Anblick. Oh nein, Aubrey ist krank. Gut, dass Papa Medizin für sie hat. Du solltest das hier trinken. Nein! Probier es. Igitt, das ist eklig. Du musst sie aber nehmen. Ein Lutscher? Aber das ist schlecht für deinen Husten. Aber ich will keine Medizin. Das ist ein großes Problem. Aber warte, ich weiß, was zu tun ist. Huggy ist damit beschäftigt, mit seinem Plüschtier zu spielen. Huggy, hey, ich hab dich gerufen. Pass auf deine Schwester auf, ich bin gleich wieder da, okay? Wo geht Papa hin? Ich will den Lutscher. Huh? Ich kann ihn nicht erreichen. Oh. Huggy, kannst du mir helfen? Ich will es. Naja, was soll ich machen? Ein Lutscher und Hustensaft? Huggy führt etwas im Schilde. Ich wette, dass es etwas Gemeines ist. Er trinkt den Lolli in die Medizin. Fast geschafft!
Oh, was ist denn hier los? Du sollst doch nicht. Warte, Medizin? Wow, du bist so schlau, mein Sohn. Das ist eine gute Idee. Lass uns noch ein bisschen mehr davon nehmen. Oh ja, hier hast du's. Wahnsinn, danke, Papa. Das hast du toll gemacht, Sohn. Warum gibst du das nicht deiner Schwester? Ein Spielzeug? Wie süß. Ich gehe jetzt besser. Streich, misslungen. Das ist wirklich lustig. Heute ist ein besonderer Tag. Huggy Wuggy hat Geburtstag. Er ist so aufgeregt, dass er sogar einen Partyhut hat. Heute ist mein Geburtstag, Leute. Heute ist mein Geburtstag. Oh nein, warum ist noch niemand gekommen, um Huggy zum Geburtstag zu gratulieren? Er wird langsam ungeduldig. Er hat genug. Wo sind denn alle? Tada! Alle sind beschäftigt. Ich bin's. Sie bemerken Huggy nicht einmal. Ach, stimmt ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Wartet. Wow. Moment mal. Warum ist es für Aubrey? Das ist seltsam. Papa und Mama schenken Huggy wirklich keine Aufmerksamkeit. Schlimmster Geburtstag aller Zeiten. Ich will das nicht mehr. Ich lege es genau hier hin. Damit ist es sicher. Nun ja, da ist das Geschenk. Oh je, und Huggy führt etwas im Schilde. Er ist neugierig, was in der Schachtel ist. Das gibt's doch nicht. Eine neue Konsole? Die kann sie nicht haben, wenn ich sie nicht haben kann. Wenn Huggy sie nicht haben kann, kann Aubrey sie auch nicht haben. Das ist nicht gut. Jetzt ist sie kaputt. Geschieht ihr recht. Warum bekommt sie ein Geschenk und ich nicht? Hä? Was soll ich mir ansehen? Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Huggy! Du dachtest, du hättest es vergessen, oder? Wünsch dir was! Ja, ich konnte es nicht glauben! Hier ist dein Geschenk! Oh je, Huggy hat sein eigenes Geschenk zerbrochen! Ich will es nicht haben! Komm schon, mach es auf! Jetzt wird er das Papa stattdessen aufmacht! Mach es auf! Oh je! Was ist... Oh! Du hast es kaputt gemacht, stimmt? Keine Geschenke mehr für dich! Was für eine Wendung der Ereignisse! Wenigstens hat er noch Kuchen. Hä? Huh? Was hat Mama vor? Ich glaube, sie will den Kuchen zurück. Huggy steht mit leeren Händen da. Das ist wirklich der schlimmste Geburtstag. Mama und Aubrey sind sich schon sehr nah. Sieh nur, wie sie sich anfreunden. Oh, sieh doch mal auf die Uhr. Wohin geht Mama? Es ist Essenszeit. Ich muss anfangen zu kochen. Oh, ich will nicht, dass du müde bist, Mama. Lass mich das machen. Setz dich einfach hin und entspann dich, okay? Ich schaff das schon. Wirklich? Du bist so süß. Dann werde ich mich jetzt entspannen. Los geht's! Ah, was für ein Schleimer. Huggy ist nicht beeindruckt. Jetzt wird es ihm langweilig. Warte, irgendwas riecht fantastisch. Was ist das für ein Geruch? Wow, Aubrey hat es toll gemacht. Oh, ich habe die Schlagsahne vergessen. Was hat er denn jetzt vor? Hier kommt der böse Huggy. Keine Kerzen mehr. Er ist so unheimlich. Nicht auch noch die Blumen. Wow, 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 wow. Er macht sogar noch ein Feuer und verbrennt alles. Er ist böse geworden. Kein Kuchen mehr. Lasst uns auch ein paar Käfer hinzufügen. Mal sehen, wie das dumme Mädchen das alles reparieren wird. Meine Arbeit ist getan. Hallo, Sohn. Was haben wir denn da? Was? Meine ganze harte Arbeit. Was ist passiert? Ich schwöre, ich bring das wieder in Ordnung, Mama. Ich beug dich. Schatz, das ist unglaublich. Boah, wusstest du, dass ich Spinnen liebe? Was? Meine Lieblingsspinne. Igitt! Was kommt als nächstes? Oh, was ist mit dir, Sohn? Igitt! Ich habe ein Eis für dich. Sieht aus, als wäre Huggys Plan nach hinten losgegangen. Mama freut sich sehr über die Insekten. Mama kommt mit ein paar Muffins. Ich habe sie selbst gemacht. Einen für jeden von euch. Huggy will zwei für sich. Er muss sehr hungrig sein. Huggy, das ist nicht nett. Was ist mit deiner Schwester? Er ist halb aufgegessen. Was? Ich gebe dir noch zwei. Kann ich noch mehr haben? Einen Schwamm? Geh den Boden putzen. Was? Das ist unfair. Soll ich helfen? Huggy hasst putzen. Er ist so wütend auf Aubrey. Ah, das nervt. Was war das? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst aufräumen? Warte, ich habe eine Idee. Was hat er vor? Zuckerguss?
Er ist überall auf dem Biskuit und noch ein paar Streusel. Es ist ein falscher Entschuldigungskuchen. Er wird Aubrey zwingen, ihn zu essen. Was ist für dich? Hä? Für mich? Hagi will sagen, dass es ihm leid tut. Wow, das riecht toll. Oh nein. Warte, ich hab's mir anders überlegt. Ich bin schon so satt. Bist du's, Mama? Hagi hat es gemacht. Oh, wirklich? Warte, es ist nicht. Ach komm schon, ich will auch mal probieren. Hagi ist nervös. Nein, bitte nicht. Das ist nicht gut. Nein, bitte nicht. Ist das ein Schwamm? Lauf, Hagi. Oh, du freches Kind. Es tut mir so leid. Die beiden chillen jetzt, während Hagi zur Strafe putzen muss. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Naja, ich denke, er hat die Strafe verdient. Dein Bruder ist so fleißig. Ist das Popcorn? Was hat er vor? La 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 la. Oh nein, nimm dich vor Hagi in Acht, Aubrey. Oh nein! Ups. Ich muss das aufräumen. Hagi hat vor, die Bilder Mama zu zeigen. Das ist schlecht für Aubrey. Er ruft Mama an. Oh, Mama! Was ist los? Aubrey hat eine Sauerei gemacht. Oh, schon gut. Mach es einfach sauber. Mama ist nicht sauer. Das war's. Womit kann Aubrey putzen? Zieh mal, Hagi hat einen Besen. Oh, danke schön. Oder auch nicht. Nein, Mama hat sie kaputt gemacht. Wie soll ich das jetzt aufräumen? Mal sehen, das scheint ja zu funktionieren. Au, das ist unangenehm. Geschieht dir recht. Oh, ein Lastwagen? Ich hab's! Was hat sie vor? Es sieht aus, als ob sie denkt, dass dieser ferngesteuerte LKW nützlich sein könnte. Sie befestigt die Bürste mit Kabelbindern an der Vorderseite des Spielzeug-LKWs. Dann schneidet sie die überschüssige Länge ab und voila! Es ist ein Besenwagen! Das ist viel einfacher, als selbst zu kehren. Außerdem geht es schneller. Das ist so ein cooler Hack. Wow! Hagi ist so verwirrt. Hast du es sauber gemacht? Wow, gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Mama ist beeindruckt. Huh? Hagi? Er hat eine Sauerei gemacht. Entschuldigung. Oh, mach dir keine Sorgen, Mama. Wir können meinen Besen-LKW benutzen, siehst du? Oh, schön. Wie kann Hagi diesen Hack schlagen? Ach komm schon, was für ein blöder Hack. Du bist so schlau, Aubrey. Wahnsinn, eine Trophäe? Eine Trophäe für das gruseligste Monster? Stell sie ins Regal. Hagi hat so viele Auszeichnungen. Er ist immer die Nummer 1. Sohn, ich bin stolz auf dich. Das ist seine Leidenschaft. Schau mal, da ist Aubrey. Was ist das denn? Wahnsinn, sie hat eine 1+ für ihre Tonvase bekommen. Du bist so talentiert, Aubrey. Hagi ist jetzt vergessen. Legen wir das auch ins Regal. Aber da ist kein Platz mehr. Es ist voll mit Hagis Trophäen. Oh nein, es ist zu spät. Er konnte sie nicht mehr retten. So ist es gut. Gut gemacht, Aubrey. Es sieht so aus, als wollten die drei feiern gehen. Hagi ist verärgert. Das ist nicht fair. Armer Hagi, er hat keinen Platz mehr für seine Trophäen. Und kaputt sind sie auch noch. Diese blöde Tonvase. Oh je, nein. Oh je, er hat seine eigene Trophäe zerbrochen. Huch, was hast du getan, mein Sohn? Schau, was du gemacht hast. Warum hast du ihn kaputt gemacht? Jetzt ist Hagi einfach untröstlich. Meine Trophäe, das hätte nicht passieren können. Tja, das nimmt eine plötzliche Wendung.